Hallo meine lieben Freunde, ja schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um die Honda CB 1000R SC80. Das ist die exakte Modellbezeichnung. Ich habe die Maschine im Jahr 2019 erworben und bin seitdem 20.000 Kilometer gefahren. Es wird also Zeit für einen kleinen Erfahrungsbericht und ja, viel Spaß! Ja, kommen wir erstmal zum Design und zur Verarbeitungsqualität. Das war nämlich auch ein Grund, warum ich mich für die Maschine entschieden habe. Erstmal finde ich sie bildhübsch. Es ist natürlich immer eine Geschmacksfrage. Ich finde das Design sehr gelungen. Honda hat auch sehr viel Liebe hier reingesteckt. Das sieht man in der Verarbeitungsqualität, aber auch in den verwendeten Materialien. Hier beispielsweise haben wir gebürstetes Alu. Auch die Plastikkomponenten fühlen sich wertig an. Ja, wir haben viel Alu verbaut hier unten. Ich mag auch den Originalauspuff, der gefällt mir vom Design her. Und ja, die Maschine hat mir von Anfang an gut gefallen. Ich habe mich raufgesetzt, ich habe mich sofort wohlgefühlt. Ich bin allerdings, das muss ich dazu sagen, nur die Z900 Probe gefahren vorher und auf die MT09 hatte ich mich raufgesetzt. Die hatten leider keine Tageszulassung damals da. Insofern ja, bin ich nur die Z900 Probe gefahren und habe mich dann im Anschluss auf dieses Gerät gesetzt und ich habe sofort gemerkt, das ist mein Motorrad. Im Nachhinein betrachtet, heute sage ich mir, Mensch, Mike, hättest doch noch mal ein paar mehr Maschinenprobe gefahren. Also das empfehle ich euch, wenn ihr euch eine Maschine kaufen wollt, nehmt euch die Zeit, fahrt mehrere Modelle Probe. Das sage ich euch nicht, weil ich unzufrieden bin mit der Maschine. Auf gar keinen Fall. Ich bin mega happy. Aber vielleicht hätte ich mir doch eine andere Maschine gekauft, weil mir eine andere mehr zugesagt hätte. Denn kein Bike ist perfekt und jedes Motorrad muss auch zu seinem Nutzer passen. Ich habe bei der Maschine auch ein paar Nachteile rausgefahren, aber dazu komme ich dann später. Ja, Verarbeitungsqualität ist auf jeden Fall im Vergleich zur Z900 deutlich besser. Das war halt sehr auffällig. Und ja, ein paar Dinge habe ich geändert an der Maschine. Ich habe mir Highsider-Rückspiegel angebaut, weil ich einfach dadurch besser sehen kann. Auf den originalen Maikäferbügeln hier oben, na, seht ihr hier, hier waren die serienmäßigen Rückspiegel dran. Da habe ich nur so Blendenstopfen drauf gemacht jetzt. Sieht man das? Hoffe ich mal. Ich habe im Prinzip nur meine Schulter gesehen. Also ich konnte ganz schlecht den rückwärtigen Verkehr sehen und insofern habe ich mir die Highsider angebracht. Ich habe den Kennzeichenhalter ausgewechselt. Ab Serie ist ja der Kennzeichenhalter hier unten und das hat mich immer so tierisch an Rollerfahrer erinnert. Also das fand ich total unsexy, habe ich deshalb geändert. Ich habe so einen Kennzeichenhalter von Protec. Ja, Brems- und Kupplungshebel habe ich ausgetauscht, weil ich einfach sowohl Brems- als auch Kupplungshebel manuell einstellen wollte, individuell auf meine Bedürfnisse. Man kann die auch hochklappen, das finde ich ganz praktisch, wenn man in die Garage oder durch eine Tür durchschieben muss. Muss man allerdings auch die Highsider-Rückspiegel abbauen, weil die nehmen sehr viel Platz ein in der Breite. Genau, das habe ich geändert. Was war noch? Ich habe eine Griffheizung nachrüsten lassen. Hier mit dem Knopf hier vorne kann man die dann aktivieren. Es wird auch im Display angezeigt. Man hat 5 Stufen. Das ist die originale Griffheizung von Honda. In der Plus-Variante wäre die mit drinne gewesen. Und jetzt im Nachhinein sage ich mir auch, hätte ich mal gleich die Plus-Variante gekauft. Die wäre, ich weiß nicht, 2000 oder 1500 € teurer gewesen. Man hätte aber also Griffheizung dabei gehabt. Hier die Sozius-Abdeckung. Also kein Sozius-Sitz, sondern hier eine Sozius-Abdeckung, die auch sehr cool aussieht. Und man hätte einen Quickshifter gehabt. Und da bin ich auch überlegen, ob ich ihn nachrüsten lasse. Insofern wäre ich am Ende günstiger gefahren, wenn ich von vornherein die Plus-Variante erworben hätte. Also das ist mein Tipp an euch. Wenn euch Griffheizung wichtig ist und Quickshifter, dann holt euch gleich die Plus-Variante. Ja, ansonsten habe ich noch die Tankpads nachgerüstet. Einmal um den Lack zu schonen und um beim Hanging off ein bisschen Grip zu haben. Weil der Tank ist halt ja, glatt und so habt ihr ein bisschen mehr Halt auf jeden Fall mit dem Knie. Genau. Das zum Thema Design und Verarbeitungsqualität.
Ja, zum Thema Ergonomie kann ich sagen, ich habe mich raufgesetzt auf die Maschine, ich habe mich sofort wohlgefühlt. Man hat eine leicht nach vorne geneigte Sitzposition, also diese Sitzposition ist leicht sportlich, würde ich sagen, aber immer noch sehr komfortabel. Ich bin 1,88 Meter groß, habe einen angenehmen Kniewinkel. Ich habe mir allerdings auch noch eine höhere Sitzbank eingebaut. Ich glaube, die ist 2,5 Zentimeter höher als die Originalsitzbank, weil ich einfach einen entspannteren Kniewinkel haben wollte. Das war mir wichtig. Allerdings merke ich heute bei sportlicher Fahrweise, dass, ja, wie soll ich sagen, also man fühlt sich auf dem Motorrad und der höhere Sitz verstärkt das Gefühl auch. Das fühlt sich an, es fühlt sich so an, als wenn man auf dem Motorrad sitzt, aber nicht in dem Motorrad. Man ist weniger integriert und bei sportlicher Fahrweise vermisse ich so ein bisschen das Gefühl, eins zu sein mit dem Motorrad. Das ist ein Kritikpunkt, den ich habe an der Maschine. Aber es ist ein Neo Sports Café, so ein Coffee Racer im Prinzip, ein sehr sportlicher. Und an der Bezeichnung kann man schon erkennen, die Designer haben einen Kompromiss gefunden aus Komfort, Stylenis und Sportlichkeit. Und da muss man dann natürlich immer Kompromisse eingehen. Und das merkt man auch mit dem Motorrad. Ich habe mich beispielsweise auf der Kawasaki Z1000 SX, dort habe ich mal drauf gesessen, oder auf der Kawasaki Z900, da habe ich mich mehr integriert gefühlt. Der Tank war auch besser ausgeformt. Ne, man hat hier halt einen sehr flachen Tank. Und die anderen beiden Maschinen, die ich gerade erwähnt habe, ja, da fühlte man sich so ein bisschen mehr integriert und man saß etwas mehr im Motorrad. Das ist halt ein Nachteil oder ein Kritikpunkt, den ich da von meiner Seite aus äußern kann. Ja, dann kommen wir jetzt mal zum Motor und dazu setze ich mich rauf und fahre mit euch eine Runde. Ab geht's. So, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, weil ich kenne mich ja. Ich bin dann nachher zu Hause, habe die Aufnahmen im Kasten und stelle dann fest, Mike, das und das und das wolltest du doch noch erzählen. Also, was haben wir hier? Honda CB 1000R hat 145 PS, rein Vierzylinder. Und typisch für den Vierzylinder ist natürlich, er hat eine sehr samtig weiche Gasannahme. Der Motor ist sehr laufruhig. Ihr könnt im sechsten Gang ohne Probleme durch die Ortschaft fahren mit 45. Gar kein Problem. Ihr könnt aber auch die Sporen geben und zwar richtig. Es sind halt 145 PS. Allerdings haben wir keine lineare Kraftentfaltung. Es gibt so bei, ich will mich da jetzt nicht festlegen, ich weiß nicht genau, aber bei 6500 Umdrehungen, 7000 Umdrehungen oder 8000 Umdrehungen, da kommt nochmal so richtig so ein Punch. Ja, der fährt aber ziemlich weit links. Das merkt man schon. Das finden einige vielleicht ganz geil. Also ich hätte mir da eine etwas gleichmäßigere Leistungsabgabe gewünscht. Das würde nämlich auch bedeuten, dass man im unteren Drehzahlbereich noch mehr Leistung hat. Und das ist doch sehr auffällig. Da kommt dann nochmal so richtig so ein Punch. Ja, dann kommen wir mal zum Fahreindruck insgesamt und zum Fahrwerk. Also eins vielleicht vorweg gesagt, ich bin kein Profi. Ich kann da nicht ins Detail gehen. Es gibt ja viele YouTuber und viele Videos von Leuten, wo die Maschine wirklich bis ins Detail auseinandergenommen werden, auch sehr technisch, auf technischer Ebene. Das kann ich gar nicht so gut und das will ich auch gar nicht. Mir geht es eigentlich wirklich mehr so darum, euch mein Fahrgefühl zu vermitteln, ne? Und ja, zum Fahreindruck kann ich sagen, ich habe mich von Anfang an sehr wohl gefühlt auf der Maschine. Was ich relativ früh gemerkt habe, ist, dass das Fahrwerk zu weich ist. Also ich bin dann, ich glaube, direkt nach einem Monat nochmal wieder in die Werkstatt gefahren. Liebe Grüße an das Motorradzentrum Lütjenburg, Honda. Sehr kompetente Leute da und sehr nett. Und dort habe ich dann das Fahrwerk nochmal nachjustieren lassen. Ich wiege 100 Kilogramm bei 1,88 Meter Körpergröße. Und die haben mir dann das Fahrwerk härter eingestellt, weil ich habe gemerkt, so bei etwas Bodenwellen und wenn die Straße mal etwas ja, holpriger war, dann hat sich das Motorrad so ein bisschen aufgeschaukelt, gerade bei sportlicher Fahrweise und hat so ein bisschen nachgefedert. Das war nicht so geil, aber nachdem ich dann das einstellen lassen habe, ging das Ganze schon viel, viel besser. Ich muss sagen, ich hätte es gerne noch einen weiteren Tick härter eigentlich. Also es könnte noch härter sein, aber ja, wie gesagt, insgesamt bin ich da sehr zufrieden mit. Wo ich dann auch überrascht war, ich habe
vor 2 Wochen in der Tat meine allererste Soziusfahrt gemacht. Also ich habe jemanden mitgenommen, meinen Neffen. Und ich hätte es nicht erwartet, aber die Maschine hat sich echt gut gefahren, auch mit Soziusen hinten drauf. Mein Neffe wiegt ungefähr 75 Kilogramm bei, wie groß ist er? 1,80, knapp 1,80. Und das ging erstaunlich gut. Natürlich, es handelt sich hier nicht um eine Reise-Enduro, das ist ganz klar. Es ist ein Naked Bike. Es ist wirklich zum Kurvenräubern gebaut, designt. Und das merkt man natürlich schon. Also ich könnte jetzt nicht mit meiner Partnerin bis in die Alpen fahren. Aber wenn man mal jemanden mitnehmen will auf eine Spritztour, ist das gar kein Problem. Also es hat auch richtig Spaß gebracht, muss ich sagen. Genau, also am Ende des Tages, mein Fazit, ich würde die Maschine auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich bin nach 20.000 Kilometern immer noch sehr zufrieden. Aber keine Maschine ist perfekt. Und wie gesagt, Kritikpunkt ist, das Fahrwerk ist ein Tick zu weich. Die Leistungsentfaltung könnte ein bisschen linearer sein. Und man fühlt sich halt nicht so integriert ins Motorrad. Also bei sportlicher Fahrweise hätte ich mir gewünscht, dass man so ein bisschen mehr im Motorrad sitzt und nicht auf dem Motorrad. Aber es ist schon Jammern auf sehr hohem Niveau. Insgesamt ist das eine geile Maschine. Kann ich jederzeit weiterempfehlen. Ach so, eine Sache habe ich noch vergessen, und zwar Thema Sound und Auspuff. Ich bin grundsätzlich sehr zufrieden mit dem Originalauspuff. Ich habe auch nicht das Bedürfnis, den irgendwie zu ersetzen. Ich bin allerdings auch nicht so ein Soundfetischist wie einige andere. Im Gegenteil, ich finde es eigentlich auch ganz geil, wenn man mal durch die Ortschaft fahren kann und die Leute nicht so belästigt. Ne? Wenn ich den 6. Gang durch die Ortschaft fahre, dann darf das Ganze auch mal etwas leiser sein. Und das ist ohne weiteres möglich. Wenn ihr aber mal Gas gebt mit der Maschine, da kommt schon ein bisschen Sound raus. Also es bringt schon richtig Spaß. Damit ihr euch einen kleinen Eindruck vermitteln könnt, fahre ich gleich mal links ran. Vielleicht mein Tipp an euch, wenn ihr auch Motovlogs macht. Ich benutze immer gerne einen Audio-Recorder, weil wenn ihr das Mikrofon direkt an die GoPro anschließt, dann ist der Ton eigentlich immer übersteuert. Und mit dem Audio-Recorder habt ihr halt die Möglichkeit, das ein bisschen runter zu leveln, dass der Ton nicht so übersteuert. Ne? Und ich hoffe jetzt mal, dass der Motorsound auch ein bisschen besser rüberkommt. Meine Empfehlung an euch, also nehmt auf jeden Fall einen Windschutz mit. So, jetzt habt ihr das Mikrofon von der GoPro und habt euch da mal einen Vergleich. Dann könnt ihr hier noch eine Socke rüber machen, damit das nicht so klappert. Dann habt ihr weniger Störgeräusche. Ne? So, rein damit. Klappe zu, Affe tot. Das war mein Erfahrungsbericht über die Honda CB1000R SC80. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, konntet ein bisschen den Sound hören. Ist ja doch immer was anderes, wenn man auf der Maschine sitzt, aber ich glaube, man konnte einen ganz guten Eindruck bekommen. Und ja, seid beim nächsten Mal wieder dabei, würde mich auf jeden Fall freuen. Abonniert meinen Kanal und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dann, ciao!